Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umwelt. Um ehrlich zu sein, wir hatten keine Ahnung, wie wir anfangen sollten. Etwas so Großes darzustellen, so viele Komponenten, welche zusammenspielen und ein komplexes Problem bilden. Also warum fangen wir nicht einfach bei uns selbst an? Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man sagen würde, okay, es bringt nichts, wenn ich etwas mache, weil sonst, wie gesagt, wären wir nicht alle hier. Wenn man das hier so sieht, dann sieht man ja, dass es irgendwas bringt. Ich mache meine Augen und Ohren offen zum Halten. Wo kann man helfen, wo kann man sie einbringen? Wie meine Charaktere trete ich für die Wahrheit hinter der Fassade an? Ich finde es auch ganz schlimm, dass ganz viele Wälder abgeholzt werden. Weil wenn wir so weitermachen, wird es einmal keine Welt mehr geben. Diese Sinnfindung, dass wir alle miteinander im Ton so nachhaltig wären wie unsere Zimmer. Es ist sicher Königsdisziplin, alle ins Boot zu holen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Wenn jeder sagt, ich leiste einen Beitrag und mir ist es nicht egal, kann man sicher für die Zukunft Großes bewirken. Es kostet Zeit, es kostet Energie, es kostet Geld, es kostet aber auch Bequemlichkeit. Es tut weh, sich zu verändern. Es tut weh, eine Gewohnheit abzulegen. Aber wenn ich schon den kleinsten Funke sehe, dass mein Haus möglicherweise anfangen könnte, ein bisschen zu qualmen, dann sage ich meinen Liebsten, hey Leute, holt Wasser. Und wenn wir dann alle diesen Qualm sehen und frühzeitig Wasser draufkippen, dann wissen wir gemeinsam für eine bessere Zukunft. Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Gemeinsam für eine bessere Zukunft.